Herzlich willkommen aus der Optikmeisterei. Theresa wird euch heute sagen, warum ihr unbedingt Optiker werden solltet und am besten auch noch bei uns in der Optikmeisterei. Hallo Theresa. Hallo Eva. Ja, warum sollte man denn Optiker werden? Weil es einfach ein vielseitiger Beruf ist. Man hat einerseits mit Menschen zu tun, wenn man die Brillen verkauft. Andererseits ist man in der Werkstatt auch handwerklich tätig. Mhm. Außerdem hat man noch mit der Mode zu tun, weil du ja so die aktuellen Brillentrends hast. Mhm. Ja. Ja, ich fand das auch damals super schön, dass man so einen vielseitigen Beruf hat, dass man in alles mal reinschnuppern konnte und eben so verschiedene Facetten. Also man macht eigentlich fast nie das Gleiche. Gell? Es ist immer relativ unterschiedlich, jeder Tag. Ja, und wieso sollte man das bei uns in der Optikmeisterei machen? Sie antwortet natürlich völlig freiwillig und auch dieses Video, dazu ist sie natürlich selbstverständlich auch nicht gezwungen. No. Weil es hier einfach eine super Atmosphäre ist. Es sind super liebe Kolleginnen, die man hier hat, eine super Chefin. Nicht gezwungen. Außerdem kann man hier ganz viel machen. Also du kannst in der Werkstatt mithelfen, wenn du im dritten Lehrjahr bist, so wie ich jetzt, kannst du schon ganz viel alleine machen in der Werkstatt. Du kannst im Verkauf, hast mit den Menschen zu tun, suchst den Brillen aus. Außerdem, was hier noch anders ist als bei anderen Optikern, du machst YouTube-Videos, wie gerade eben. Ja. Du machst Fotoshootings, was auch mal wert ist, mal reinzugucken. Es ist einfach schön hier. Ja, sehr schön. Dann hoffen wir, dass wir euch überzeugen konnten, dass ihr jetzt alle Optiker werden möchtet und am besten eben auch bei uns in der Optikmeisterei. Ihr findet alle Informationen zur Bewerbung in unserem letzten Video oder auch unter unserem Blog. Ja, wir wünschen euch jetzt einen erfolgreichen Tag und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!